Im Dschungel. Am ersten Sommerferientag fuhr Laura mit ihrer Tochter Lilly in den Urlaub. Sie nahmen ihren Wellensittich Bubi mit in den Dschungel. Als sie ankamen, war es bereits Abend und beschlossen, zusammen mit ihrem Vogel Bubi essen zu gehen. Sie stellten den Käfig ans offene Fenster und setzten sich an den Tisch. Sie ließen den Käfig unbeaufsichtigt. Auf einmal sah Bubi seine Mutter und er fing an, unruhig zu werden und Geräusche von sich zu geben. Mama, Mama, ich bin hier drüben. Hilf mir hier raus. Die Mutter kam angeflogen. Ja, ich versuche es. Die Mutter öffnete mit ihrem Schnabel den Käfig und sie fliegen gemeinsam in den Dschungel. Als Laura und Lilly mit dem Essen fertig waren, bemerkte Laura, dass Bubi weg ist. Oh mein Gott, Bubi ist weg. Mein armer, armer Bubi. Hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Mama, glaubst du, dass er mich nicht mehr mag? Nein, Mäuschen, ich glaube keins von beiden. Wir finden ihn, versprochen. Laura und Lilly machen sich auf den Weg, um Bubi zu suchen. Bubi, Bubi, wo bist du? Mitten im Dschungel, hoch oben in den Bäumen, antwortete ein Schmetterling. Kann ich euch helfen? Wir suchen unseren Wellensittich Bubi. Ich helfe euch, ihn zu suchen. Danke, ich brauche meinen Bubi wieder. Zu dritt machen sie sich weiter auf die Suche. Nach kurzer Zeit sah der Schmetterling Bubi mit seiner Familie. Seht mal, da oben ist er. Mit seiner Familie. Juhu, da ist er! Mäuschen, sieh mal, wie glücklich er mit seiner Familie ist. Ich denke, er sollte hier bleiben. Aber dann habe ich gar kein Haustier mehr. Wenn wir wieder zu Hause sind, holen wir uns aus dem Tierheim einen kleinen Welpen. Danke, Mama. Tschüss, Bubi. Als sie wieder zu Hause waren, gingen sie sofort ins Tierheim und holten einen kleinen Welpen. Lilly und Laura waren sehr glücklich. Schau mal, Mama, wie süß der Hund ist. Kann ich den haben? Aber natürlich, ich finde ihn auch süß. Den nehmen wir. Das war ein Schattentheater von Sebastian, Eleni, Tabea, Vicky, Leon und Elena.